Herzlich willkommen zur 160. Folge Workers and Resources Soviet Republic. Schön, dass ihr hier dabei seid. Warum ist hier kein Strom? Weil da keine Arbeiter sind. Dann Minimalarbeiter und hier auch nur auf Minimalarbeiterung ist. Achtzig. Strom sollte wieder ohne Probleme da sein. Ja, das Staff muss doch erstmal zur Arbeit kommen, Mensch. Touristen warten da. Arbeitslosigkeit. Auf dem Allzeithöchststand. So hoch waren sie schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Einen Stau haben wir aber nicht, ne? Nee. Kohle haben wir auch wieder. Und Eisen sollte ja... Müssen wir da noch mal ein bisschen höher fahren. Das geht gar nicht. So, und hier ist eigentlich so gut wie alles im Bau. Es fehlt jetzt nur massiv am Stahl. Aber... Haben wir kein Eisen mehr? MZ 104. Mega geil. Wie gesagt, Stahl wird hier halt in Massen gefahren. 318 Tonnen. Stahl ist da. Baufahrzeuge. Baufahrzeuge. Es fehlt jetzt aktuell an den Baggern. Hier. Habt ihr keine Lust oder was? Oder seid ihr unterwegs? Okay. Stahl. Deckenfertiger, Deckenfertiger. Hier kommt Stahl angefahren, hier kommt auch Stahl angefahren. Alter, guck mal, wie schnell das geht.
Zack, Turmdrekan. Fob, Stahl, Fob, Stahl, Turmdrekan, Turmdrekan. Und da kommt der letzte Stahl. Und dann war's das. Jetzt fehlen da im Endeffekt nur noch Arbeiter. Hier fahren gerade massiv viele Betonmischer los. Für da oder was? Oder für hier? Nö, es fehlt einfach überall. Es fehlt einfach überall an allen. Gut. Sollen sie es trotzdem gemütlich weitermachen? Okay, Straßenbus abgeschlossen. Da sind sie dran. Ja, wir kriegen ja jetzt hier überall. Da wird gemacht, da wird gemacht. Wunderbar. Dann kümmern wir uns jetzt mal wieder darum. Dass wir hier mal ein bisschen Platz reingekommen, damit wir jetzt hier endlich unsere Atommeiler dann bauen können. Müssen wir mal gucken, ob das vom Platz her reicht, aber ich glaube, so extrem groß waren die nicht. Wieso fällt mir immer das Headset vom Kopf, wenn ich niesen muss? Zack, erledigt. Einfach mal so. Nebenbei erledigt hier. So, gucken wir mal. Atomkraftwerk. Ach. Kühltürme. Das heißt, sie müssten... Ja, das, die Planung von diesen Kühltürmen ist halt echt Katastrophe, ne? Aber gut. Das planen wir dann, wenn wir hier fertig sind. Aber die können gleich hier vorne weiterbauen. Eigentlich hier auch. Aber schließen wir da noch nicht an. Damit die da noch Luft haben. Dollar.
Dollars. Wir haben es ja. Machen wir zumindest da schon mal die Wege ran. Infrastruktur, nein. So, Straßenverbindungen. So, dann kann jetzt der ganze Innenbereich hier gebaut werden. Das ist sehr gut. Okay, den Strom, den müssten wir uns hier unten auch nochmal anders legen. Außerhalb der Grenzen. Letzter Monat kurz vor der Million. Gut, da war nicht ganz so gut. Ja, wir haben halt im Moment nicht genug Stahl, ne? So, das lassen wir alles mit Kubelskis bauen. Quatsch, mit Dollars bauen. Dann können die das alles in Ruhe machen. Dann. Alles kein Problem. So, die können hier unser Vergnügungsviertel für den Tourismusbereich bauen. Auch weiter. Und
Und das wollen wir auch alles mit Dollars. Moin Olli. Gut. So, das läuft. Das läuft. Das da oben läuft. Das hier hinten ist soweit fertig. Nee, es ist nur soweit fertig, aber es ist noch nicht fertig. Das können sie erreichen. Das da oben, das da, 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 das da. Okay. Und ihr? Das da? Okay, ihr habt nur die beiden. Und du versorgst den Rest. Alles klar. Oh. Das heißt, ihr braucht Uranerz. Ihr bekommt Uranerz. Das heißt, wir brauchen... eine LKW-Rohstoffbeladung. Füllermaschine brauchen wir hier noch. Okay, das liegt am Fußweg hier. Gut, Füllermaschine. So. Das heißt, wir brauchen hier nicht viel drauf. Das heißt, du hier. Geht dahin. Ihr hier. Geht nach da. Das heißt, wir haben jetzt hier keinen Strom. So hätten wir alles dran. Bauen.
das auch. Außer das hier. Das müssen wir finanzieren. Der Rest kann gemacht werden. Gut. Haben wir das. Unsere Baubüros sind natürlich mal wieder völlig überfordert. Aber dafür kommen ja bald unsere neuen Baubüros dazu, die dann halt hier unterstützen können, speziell mit dem Tourismusgebiet, was uns wahrscheinlich noch an den Rand der Verzweiflung bringen wird. So, das große Problem ist, langsam aber sicher bekommen wir hier nicht mehr genug Leute ran. Das heißt, wir besorgen uns jetzt einen Zug. Eine Person. Kleine Straßenbahn, die wir uns von da nach da holen. Fährt. Das ist die, ja genau. Die fährt also von da. Stopp. Von dem zu dem zu dem zu dem. Ich habe noch nicht so eine Straßenbahn gehabt. Die müssen wir uns jetzt mal angucken. Ein ganz gemütliches kleines Ding. Also wirklich ein ganz gemütliches kleines Ding. Fährt auch nicht schnell. Muss ich jetzt hier nur einmal durchquälen. Wie gesagt, fährt sie unten runter eine kleine Straßenbahn. Gut, wie gesagt, sie fährt nicht schnell, aber es reicht. Und nimmt dann hier ein paar Arbeiter auf. Okay, vielleicht auch ein paar mehr Arbeiter. Okay, kann von dort aus voll fahren. Ist auch super. Fährt hier echt ganz gemütlich ran. Ja, für kurze Strecken ist sie gut. Da kommen Arbeiter. Puff, alle im Haufen gefahren. Lässt doch alle raus. Ja, und im Notfall gehen sie auf den überall wird ihr fleißig gearbeitet. Aber so richtig fleißig.
Ach so, na gut, die haben hier noch gar keinen Strom. Da haben wir noch gar nichts gebaut. Oh shit. Jetzt ist es besser, ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, okay, das Panorama-Restaurant. Den haben wir noch gar nichts zu essen gegeben. Dem schon. Und gut, für hier unten müssen wir dann im Endeffekt alles machen. Also wirklich komplett alles. Museen, 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 Museen. TU 142, letzte Chance zum Kauf. Okay. Ja, wie gesagt, das machen die jetzt hier ruckzuck fertig. Hier oben. Hier oben geht es auch voran. Wo hatte ich es noch gebaut? Hier muss noch gerollert werden, gerollert werden und gerollert werden. Hier ist fertig. Die hier sind auch. Eieieiei. Arbeiter, fehlt Uranerz. Ja. Uranerz kommt von da, müssen wir besser bauen. Gut, das ist in Planung. Ja, aber wie gesagt, die haben jetzt hier. Noch leicht Stress. Aber die werden sich da bald erholen. So, da müssten dann mal alle dran. So langsam. Benedikt, vielen Dank für dein Follow. Oh, ich kann leider kein Russisch. Maybe in English, please? Gut, läuft, läuft, läuft. Bei 4 kriegen wir wieder im Griff. Vielleicht sogar weniger. Okay, du bist fertig. Und so. Brauch nichts. Du bist fertig. Brauch nichts.
dein Zeug. Du bekommst auch dein Zeug. Du bekommst auch dein Zeug. Das. Das hatten wir. Okay. Theater der Republik fehlt noch. Haben wir drei Theater reingebastelt. Drei. Gut. So, Leute. So langsam, aber sicher muss hier losgehen. Alles da. Kein Englisch. Und auch kein Deutsch. Schade. Schade. Okay, dann geht's jetzt los. So, Nummer uno. Nummer 2. Number 2. Ist klar. Okay. So, zwei Atommeiler. Straßenladungsstation. Gucken wir mal, ob wir die da reinbekommen. Ach,
Das geht, aber das ist zu lang. Das passt. Okay, dann brauchen wir jetzt noch Kühlpipes. Nee. Ist das bei der Nuklearindustrie mit dabei? Kühlrohrverbindung, da haben wir sie. Stopp. Okay. Das passt also auch nicht. Das ist eins, was passt. Die müssen noch mal weg. Gut, aber dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hauen Sie rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.